Hallo und herzlich willkommen hier auf mein Kanal Pegel Glück oder können wir das werden? Ich möchte mit euch mal wieder ein bisschen fahren bei Disney Speedstorm. Ich habe schon Wochen nicht mehr gebracht, es tut mir auch leid. Wo war ich zuletzt? Ich weiß es gar nicht. Wir gucken mal rein. Es gibt natürlich eine Menge Season-Touren. Wo waren wir zuletzt? Abgeschlossen haben wir Kapitel 3 und sind jetzt bei Kapitel 4. Also würde ich mal sagen, wir machen mal bei Kapitel 4 weiter. Es gibt natürlich noch sehr viel mehr Kapitel, aber ich hänge komplett hinterher. Zurzeit spiele ich leider Palworld und habe die letzten 3 Tage 18 Stunden geschrubbt. Vor der Arbeit, yo Baby, kein Problem, ich bin Gamer. Ihr auch, wenn ja, lasst mal ein Abo da, schreibt einen Kommentar, wie die Glocke, like das Video. Und ich würde sagen, lange Rede, kurz Sinn, wir starten jetzt mit Kapitel 4, der Sturm in mir. Wow, das reimt sich sogar, oder? Ja, komm unter die ersten 3, wer der Erste oder Zweite gewinnt. Das Rennen, das schaffen wir doch, oder? Kein Problem, weil das ist eine Level 8 in der Strecke. Wir fahren Mowgli mit Level 33, sollte easy sein, auf jeden Fall easy win ist drin. Und ja, ich freue mich tierisch, ich habe schon lange keins mehr aufgenommen und habt ihr da richtig Bock? Ich habe sonst so privat ein bisschen auf der Asus Rock Alley gezockt, aber in letzter Zeit, wie gesagt, wenn du Nachtschicht hast, dann, ja. Ich bin müde und fertig, kennt ihr das, Nachtschicht, wenig geschlafen. Wie lange habe ich die Woche geschlafen? Also, am Montag war es noch easy. Da habe ich noch voll durchgeschlafen, dann musste ich Montagabend in die Nachtschicht, 22 Uhr, ja, yeah, bis 6 Uhr morgens, wer kennt's nicht. Und dann habe ich am Dienstag nur 4,5 Stunden geschlafen. Reicht völlig aus, denkt man, aber nein. Und am Mittwoch habe ich nochmal 4,5 Stunden geschlafen. Und dann kam am Donnerstag die Krönung. Da habe ich nur 3 Stunden geschlafen, war ich hellwach. Und richtig kaputt und müde an der Arbeit. Passt schon. Nein, nein. Oh, Mowgli, was machst du? Wir können es uns leisten. Dafür habe ich natürlich am Freitag es geschafft, 5 Stunden zu schlafen. Das war schon echt gut. Da habe ich den halben Tag gut rumbekommen. Und heute am Samstag habe ich es dann geschafft, 6 Stunden zu schlafen. Bin trotzdem müde, fertig. Aber ey, Nachtschicht schlaucht nicht. Nein, nein, ist cool. Wer von euch hat auch Nachtschicht, kennt das? Schreibt mal in die Kommentare, es würde mich interessieren. Habt ihr auch wie ich die Probleme? Ich finde immer, Nachtschicht fühlt sich völlig verkehrt an. Du gehst am zum Beispiel Dienstag nach Hause und musst am Dienstag wieder in die Arbeit. Das fühlt sich so verkehrt an. Aber ja, wie ist es? Ist es bei euch auch so oder bin ich leider nur der ein bisschen spinnt? Schreibt es mir in die Kommentare, es würde mich interessieren zu hören. Ansonsten machen wir so ein bisschen hier Speedstorm. Yes, Baby. Wie gesagt, ich habe es Wochen nicht gespielt. Ich habe echt Bock drauf. Und ich werde auch mal ein bisschen abends wieder zocken. Ja, wenn ich dazu komme. Wie gesagt, ich bin als am Palworld dran. Dafür, dass ich persönlich nicht mit Pokémon am Hut habe und Zelda auch noch nicht wirklich gespielt habe, macht mir Palworld echt Spaß bis jetzt. Und wie gesagt, 18 Stunden, kein Problem. Ein Video auf meinem Kanal, falls ihr sehen wollt, wie mein Dorf aussah. Ich muss dazu sagen, nach dem Video habe ich nochmal 2 Stunden gespielt und musste mein Dorf noch ein bisschen umstrukturieren. Beziehungsweise muss es immer noch umstrukturieren. Aber wenn ihr Bock habt und mein Palworld-Video euch irgendwie gefällt, Palworld-Video, dann schreibt es in die Kommentare, dann mache ich noch eins, wenn mein Dorf ein bisschen aktualisiert ist. Wie gesagt, hier mit Level 33 ist das ein Easy Win. Easy Win. Kommen unter die ersten 3, wer der Erste oder Zweite gewinnt das Rennen und aktiviere neuen Driftbooster. Kein Problem, wir haben wieder noch, glaube ich, eine Level 18er Strecke und diesmal Mickey Mouse mit Level 35, mein höchst gelevelter Fahrer. Mehr geht gerade nicht bei ihm. Was ist euer Fahrer oder welcher Fahrer bei euch ist auch schon auf Level 35? Schreibt es doch in die Kommentare, das würde mich wirklich interessieren. Und ansonsten, wie gehabt, wir fahren und reißen jetzt mal schnell ein paar Runden. Irgendwann wird es natürlich schwieriger, ist klar. Vielleicht werde ich die Tage noch mal ein paar Kapitel selber spielen und dann sehen wir uns vielleicht bei Kapitel 6 oder so wieder. Ich glaube, da haben wir dann viel Ellbogenfighten, weil ich glaube, dann sind die Strecken auch viel, viel höher. Aber ja, ich muss mal gucken, wie ich die Zeit dazu finde. Ansonsten machen wir noch mal Kapitel 5 zusammen weiter. Ich weiß es noch nicht. Ich bin da noch nicht ganz drin geistig. Aber ich habe in letzter Zeit zu wenig Disney Speedstorm Videos gebracht. Da bringe ich natürlich fast jeden Tag Hot Wheels, Unleashed 2. Oh, meine Nase juckt gerade da. Ah, das gibt's doch nicht. Was muss ich eigentlich mit neuem Booster machen? Ich weiß es gar nicht mehr, aber hey, ich krieg's hin. Nein, Mist. Wer kennt's nicht? Oh, Mist. Automatische Booster, ne? Nee. Driftbooster, ich weiß gerade gar nicht. Driftbooster? Nee. Aber man soll hier 9 Stück schaffen? Ich weiß nicht. Bin hier noch nicht ganz safe, dass es wirklich auf der Karte geht. Aber wir haben nur 2 Runden und sind jetzt in der letzten Runde sogar schon. Verdammt nochmal. Ich glaube, so pointmäßig werde ich jetzt nicht abräumen. Aber okay.
Macht nichts, kann passieren, dann muss ich das nachher nochmal selber fahren, aber das ist doch kein Problem. Dafür bin ich doch da. Wie gesagt, ich bin ein bisschen müde, ich bin ein bisschen fertig, ey. Nächste Woche Nachtschicht, Spätschicht, was laufe ich da? Bin ich auch sehr froh drüber. Sehr froh drüber. Weil die Nachtschicht, das war wieder so, kein Problem, wir sind hier voll mit Speed unterwegs und dann sind auch gleich im Ziel und ich glaube nicht, dass ich das geschafft habe, was ich schaffen wollte. Sound of Music, Mickey Mouse. Yeah. Nein, oh komm schon, ja natürlich, mal gucken, ob ich alles geschafft habe, wir sehen es gleich. Komm unter die ersten drei, wer der Erste oder Zweite gewinnt, das Rennen. Ja, wir haben jetzt, ich habe vergessen, wie sie heißt. Elisabeth? Ah, Mann. Sie auf jeden Fall. Level 25 auf einer Level 18er Strecke. Jetzt geht es natürlich darum, Erster zu bleiben. Das ist dieses schöne Überlebensrennen. Ich liebe es. Nicht Letzter werden, niemals Letzter werden. Immer versuchen, Erster oder Zweiter zu sein. Ist leider extrem wichtig. Mann, ich komme nicht dran. Ich wollte sie erwischen. Ja, was ist denn das? Ja, natürlich hat der mich, gerammt. Ich jetzt gerade nicht mal... Wie? Ich bin Letzter! Warum bin ich denn Letzter? Warum bin ich denn Letzter? Hä? Ja, ich bin gerade ein bisschen ausrast. Es tut mir aber leid. Und zack, komm, mach bumm, mach bumm. Oh, nö, ich glitsche komplett durch. Ach, das gibt's doch nicht. Ich bin Dritter hier. Das ist doch nicht witzig. Ich muss da Erster sein. Verdammt normal. Ja, ich habe ihn. Oh. Was ist das denn? Hä? Was war das denn gerade? Surft Lilo? What the hell? Wie gut ist das denn? Wie cool, Mann. Warum bin ich denn Letzter? Ich bin ja gar nicht Letzter, das ist kein Problem. Oh mein Gott, ich liebe diesen Modus, ehrlich. Ich bin da immer so leicht angespannt. Passt aber schon. Ihr auch, schreibt es in die Kommentare. Dieser Modus ist nicht mein Modus. Aber ich habe noch komplett, glaube ich, alles. Yes, baby. Das heißt, ich verliere zum Glück noch nichts. Leicht gewinne ich das Ganze sogar. Mal gucken. Sieht eigentlich sehr safe aus. Ja, natürlich. Klaro, ich bin Dritter. Ich habe als Einziger noch alle, yo, alle Bots. Das ist ja geil. Theoretisch kann mir nichts passieren, solange ich noch ein paar Minuten Erster bin. Nein, nein, nein. Ach, komm schon. Da war nichts. Und sicher, ja. Lass mich durch. Hol den hinteren. Hol dir den hinteren. Nein, nein, nein. Nicht mich. Hol den ersten. Komm schon. Komm dran. Nein, nein, nein. Ach, warte. Kannst du nicht den ersten holen? Oh mein Gott. Das ist ein richtiger Vorsprung. Komm, hol den letzten. Wir haben gewonnen. Oh, was ist das episch gerade? Wir haben gewonnen. Yes. Komm, und die ersten drei gewinnen das Rennen und betäube fünf Gegner. Ja, das wird jetzt ein bisschen ein Problem, aber wir haben das Biest von die Schöne, das Biest. Und mit ein bisschen Level 25 auf einer Level 18er Strecke wird das easy. Ja, auf jeden Fall, glaube ich. Und ihr schreibt es in die Kommentare. Und wenn ihr Bock habt, lasst ein Abo da. Und ja, lasst ein Abo da, schreibt es in die Kommentare, wie die Glocke. Ich muss noch ein bisschen näher ran. Mist, das war daneben. Ich darf natürlich nicht zu gut werden, weil ich muss rammen. Das zählt mich auch schon als betäuben. Kein Problem. Mist. Ich wollte nicht jumpen. Ja. Reindrücken ist auch springen. Yes, baby. Ich glaube, das zählt auch als betäuben. Irgendwie war das so. Ey, ja, natürlich. Oh, was ist denn los hier? Ey, warum ist das Biest gerade so schlecht? Ich fahre jetzt nicht absichtlich, du Scheiße, aber irgendwie... Kommt das Biest gefühlt auch gar nicht vorwärts, ey. Ich glaube, es wird doch ein echter Fight hier, obwohl wir sieben Lippel drüber sind, sieben Level, aber egal. Was soll das? Ich mache das nicht absichtlich. Ja, das Biest kriegt keine Geschwindigkeit. Das liebe ich so in dem Spiel, an diesen schweren Charakteren. Die haben keinerlei Boost, von dem sie wüssten. Okay, jetzt müssen wir Gas geben. Ich glaube, ich habe fünf Gegner betäubt. Ich glaube sogar sechs, sieben. Die müssen jetzt erstmal Gas geben. Guck, das Ding kommt gar nicht vorwärts. Alle Charaktere in dem Spiel, die ein bisschen dicker, größer sind und schwerer, was ja auch real ist, kommen dem Spiel einfach nicht, ja, zu Geltung. Die haben keinerlei Boost.
Das ist ein bisschen nervig, aber hey, ich hätte den Booster aufladen lassen sollen. Ja, hätte ich. Habe ich aber nicht, weil ich blöd bin. Na, ich bin ein bisschen panisch, ich will das Rennen gewinnen. Weil habt ihr auch Wahl, da geht's doch ums Gewinnen. Auch ums Spaß haben, ist ganz wichtig. Natürlich immer ums Spaß haben, nicht nur ums reine Gewinnen. Deswegen, wenn ihr Bock habt, lasst ein Abo da, schreibt es in die Kommentare, geht die Glocke, liked das Video und guckt meine Videos von Anfang bis Ende. Ihr wisst, Watchtime ganz wichtig. Und falls ihr euch irgendwie doch unterhaltet, dann empfehlt mich doch euren Freunden weiter. Danke. Ich habe schon wieder nicht gewartet. Ja, ich glaube nicht. Aber jetzt machen wir erstmal ein bisschen den Platz gut, eine Strecke gut, kein Problem. Ein bisschen Abstand zu den Hintermännern und so hinter Frauen, kein Problem. Okay, läuft. Läuft, schön Abstand. Und vielleicht sogar fünfmal betäubt, dann wäre es ja geil. Dann haben wir hier Safe Win, ein Easy Win. Jetzt sehen wir nochmal die Booster-Strecken, die Speed-Strecken. Ah, da ist schon das Ziel, da ist schon das Ziel. Ich sehe da mir kein Problem. Und raus hier. So, das war's mit dem Rennen. Ich hoffe, es hat euch irgendwie gefallen. Wir machen natürlich die Tage noch mehr von den Rennen. Wir müssen das Kapitel 4 noch zu Ende bringen. Und werden das Kapitel 5 anfangen. Ich würde sagen, wenn ihr Bock habt, wie gesagt, lasst ein Abo da, schreibt es in die Kommentare, geht die Glocke, liked das Video. Würde mich freuen, den Namen öfters unter meinen Gaming-Videos zu lesen. Und ansonsten bin ich euer PG Glocke oder Kahn. Das werden hiermit raus. Peace out.